lese den Predigttext für heute. Er steht in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Der Missionsbefehl. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass der Saal heute voll ist, dass wir in diesem schönen großen Rahmen zusammen feiern können. Wie cool. Wisst ihr, welches Ereignis eigentlich gerade zur Stadt heute zu Ende geht? Ja, genau, ein Insider. Und wer von euch hat die Tour eigentlich jetzt ein bisschen verfolgt? Wenige, wenige. Ja, ich habe vor vielen Jahren wirklich jede einzelne Etappe angeschaut und wenn sie für Außenstehende noch so langweilig erschien. Neben der Rennradstrecke habe ich dabei ganz viel über die Kultur und die geologischen Gegebenheiten der jeweiligen Etappe erfahren. Manche Gegenden, die haben mich wirklich richtig angezogen und so bin ich irgendwann mit meinem Rennrad zu einer superschönen Tour durch die Pyrenäen aufgebrochen. Heute, an diesem Sonntag, da geht die letzte Etappe dieser Tour de France in Paris zu Ende, nach einer letztmaligen Strecke über 108,1 Kilometer. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer noch sehr faszinierend, mit welchen Ambitionen, mit welcher Ausdauer und Kraft die Jungs da unterwegs sind und mit welchem starken Willen sie da jeden Tag aufs Neue eine herausfordernde Etappe auf sich nehmen, um sie zu gewinnen. Mal ist es die Länge oder mal der steile Anstieg einer Etappe, die zu bewältigen ist, um das persönliche Ziel zu erreichen. Nächstes Jahr ist dann endlich eine Tour de France für die Frauen geplant und das war auch wirklich längst überfällig und ich freue mich drauf. Letzte Woche wurde in Japan ja die Entscheidung getroffen, dass die Olympischen Spiele demnächst ohne Zuschauer stattfinden sollen. Und als eine junge Athletin aus dem deutschen Kader daraufhin befragt wurde, da meinte sie, dass sie dies zum Schutz der Bevölkerung und für alle in Ordnung finde, dass sie sich aber trotzdem riesig auf Olympia freue, um sich im Wettkampf mit Gleichgesinnten zu messen, wo sie doch so intensiv und hart auch trainiert hat die ganze Zeit. Sich von etwas begeistern und faszinieren lassen, sich persönliche Höchstleistungen abzuringen und das Unglaubliche doch für möglich zu halten. Ich finde, das hat doch viel mit unserem Leben und auch mit unserem Glauben zu tun. Habt ihr unseren Predigttext noch im Ohr? Hier geht es ja um den sogenannten Missionsbefehl oder Missionsauftrag. Den Text kennen wir doch und haben ihn schon 100-mal gelesen oder gehört. Und er wird doch bei jeder Taufe doch erwähnt, könnt ihr jetzt sagen.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht bei diesem Missionsauftrag. Aber mich überkommt bei diesen Worten jedes Mal eine ganz große Demut und auch Begeisterung und Freude, wenn ich diesen Text lese. Da erscheint plötzlich jemand seinen engsten Vertrauten, den viele für tot hielten, und bittet sie zu einem Treffpunkt auf den Berg. Schon allein diese örtliche Gegebenheiten weist doch die Wichtigkeit dieser Zusammenkunft hin. Die Jünger treten heraus aus ihrer gewohnten Umgebung und steigen hinauf auf den Berg. Das ist für die Jünger mit Anstrengung verbunden, mit Aufbruch, aber vielleicht auch mit einer gewissen Neugier. Was erwartet mich da oben? Welche Gedanken sind Ihnen wohl auf dem Weg hinauf durch den Kopf gegangen? Lasst uns doch zusammen mit Ihnen diesen Weg beschreiten. Auf den Berg hinauf zu Jesus gehen heißt auch, dass ich mich, so wie ich bin, in seine Gegenwart hineinbegebe. In die Gedanken, die ihn bewegen, und in die Anliegen, die ihm wichtig sind. Vor dem Corona-Ausbruch hier in Europa war ich ganz oft in den Alpen zum Wandern. Und ich liebe es, von oben so auf die Umgebung da unten zu gucken. Und es sieht doch wirklich aus wie eine Spielzeugwelt oder wie eine große Puppenkiste. Und auch meine Anliegen und die Gedanken ordnen sich da oben auf dem Gipfel wieder ein in dieses große Ganze, das Gott in seiner Hand hält. Mit welchen Gedanken die Jünger damals auf den Berg gestiegen sind, das können wir wirklich nur erahnen. Von Zweifel bis Hoffnung war wohl alles dabei. Es war alles dabei, was ihr Herz tief bewegte. Doch sie fielen alle nieder, als sie oben auf dem Gipfel in die Gegenwart Jesu kommen. Wie wir uns wohl an ihrer Stelle verhalten hätten? Wäre nicht auch bei uns von Hoffnung bis Zweifel alles vertreten? Jesus ging da oben auf dem Berg auf seine Jünger zu. Er machte sich auf den Weg zu ihnen, als sie da oben angekommen waren. Zu allen, auch zu den Zweifelnden, sprach er die Worte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Jeder, aber wirklich auch jeder sollte erfahren, dass aus seinem Tod Leben in Ewigkeit entstanden ist, und zwar für jeden seiner Menschen aus reiner, bedingungsloser Liebe. Jeder sollte wissen, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält und nicht die Menschen, die seinen Sohn dort ans Kreuz gebracht und getötet hatten. Gott hat dem Tod und der Gewalt sein Ja für das Leben entgegengestellt. Doch diese Aussage ist für uns manchmal schon eine große Herausforderung. Werden wir nicht auch manchmal zum Zweifler, wenn wir einen lieben Menschen grausam sterben sehen? Und gerade in diesen Tagen erschüttern uns doch die furchtbaren Bilder und menschlichen Schicksale der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Gestern erzählte jemand, dass sein junger Nachbar seine Frau und sein Kind vor den Fluten retten wollte und dann zuschauen musste, wie beide von der reißenden Strömung weggerissen wurden. Liegen wir da nicht auch flehend vor Gott, dass er dort eingreift in seiner Liebe und Macht?
Und fragen wir nicht auch, warum er dies zugelassen hat? Oder wie denken wir angesichts der vielen Flüchtlinge, die unschuldig ihr gesamtes weniges Hab und Gut in ihrer Heimat verlieren, weil sie von Mörderbanden abgeschlachtet und ganze Dörfer niedergebrannt werden sollen oder Hungersnot und Wasserknappheit ein Leben dort unmöglich macht? Was ist mit den tausenden Flüchtlingen, die auf ihrem Weg nach Europa im Meer ertrinken und ertrunken sind? Vor unser aller Augen. Das sind Frauen, Babys, kleine Kinder und Männer, die der Not in ihrer Heimat entfliehen wollen und einfach nur Frieden suchen und ein normales Leben. Ich weiß sehr wohl, dass es auch Unruhestifter darunter gibt, aber die Mehrheit dieser Menschen möchte einfach nur ohne Angst und in Frieden leben. Lässt es uns nicht auch manchmal an Gott zweifeln, wenn in einer Familie ein Kind stirbt und vielleicht auch noch das einzige? Warum lässt Gott so viel Schlimmes zu an Krankheiten, Gewalt, Unglück oder Tod? Wieso herrscht in unserer aufgeklärten Zeit immer noch so viel Gewalt gegenüber Kindern und Frauen oder auch gegenüber Menschen, die einfach nur ihren Glauben leben wollen? Wie weh tut uns das, wenn wir dies am eigenen Leib erfahren, in der eigenen Familie oder im eigenen sozialen Umfeld? Das ist doch eine große Herausforderung auch für unser Glaubensleben. Ist es nicht so? Wie mögen wohl die Überlebenden dieser Hochwasserkatastrophe darüber denken? Wie unfassbar und weit entfernt mag uns das dann manchmal vorkommen, wenn wir diesen Satz hören: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie oft haben wir Gott denn schon bestürmt, dass er in einer bestimmten Notsituation eingreifen möge und es ging nicht so aus, wie wir es uns gewünscht hätten? Dazu fallen wohl jedem von uns einige Beispiele ein und in diesen Tagen noch sehr viel mehr. Wo wären wir heute, du und ich, wenn die Jünger damals trotz allen zweifelnden Gedanken ihr Herz für Jesu Worte und Wahrheit nicht geöffnet hätten? Wir würden alle nicht hier sitzen. Zweifeln und staunen, so hieß 2006 auch der Pro-Christ-Slogan, und ich glaube, das trifft unser Leben auf den Punkt, bis wir irgendwann ganz in Jesu Gegenwart ankommen. Doch Jesus hat dort auf dem Berg seine Jüngerschar nicht sortiert nach dem Ausmaß ihres Zweifelns oder standfesten Glaubens. Er hat jeden Einzelnen genauso angesprochen, wie sie alle zu ihm hinaufgestiegen waren. Mit ihrer Angst, ihrer Verzweiflung, vielleicht auch Enttäuschung nach seinem Sterben dort am Kreuz. Verstreut in alle Richtungen waren sie, verraten und im Stich gelassen haben sie ihn und stehen trotzdem nun gemeinsam vor diesem Christus. Der Missionsauftrag, den Christus hier seinen Jüngern weitergibt, er adelt sie alle. Aber wirklich alle. Jeder ist gleich wertvoll und auch individuell angesprochen. Es ist nicht irgendeine Elitetruppe, sondern Menschen mit Stärken und Schwächen, die hier vor Jesus stehen. Christus traut ihnen zu, seinen Auftrag weiterzuführen und die Botschaft vom Sieg der Liebe
über alle Mächte und Formen des Todes in die Welt hinauszutragen. Ja, er traut ihnen allen sogar zu, selbst diese Spuren der Hoffnung und des Mutes zu legen. Es liegt nun an jedem einzelnen Jünger, wie er diesen Auftrag ausfüllt. Und wie steht es denn hier mit uns bei dieser Wertschätzung und dem unendlichen Vertrauen, das uns Gott entgegenbringt? Ducken wir uns weg, weil wir uns einreden, dass wir nicht gut genug sind und nicht gut genug glauben? Fühlen wir uns nicht begabt genug, Gottes Auftrag für uns anzunehmen und weiterzugeben? Bleiben wir still, weil wir nicht wissen, wie wir diesen Auftrag weitergeben können? Unser Predigttext heute steht diesen Aussagen völlig entgegen. Da ist keiner mehr wert als der andere, denn jeder von uns wurde von Gott aus Liebe erschaffen. Erinnert ihr euch noch an den Schreiner Eli in seiner Werkstatt? Gut, dass die Jünger damals mit Jesu Auftrag aufgebrochen sind aus Galiläa und hinaus in die Welt gingen und ihre Spuren führen bis zu uns heute. Zu dir und zu mir. Geht hin zu allen Völkern und lade die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Gut gesagt, aber in Corona-Zeiten ist das alles doch etwas beschwerlich, könnte man meinen, wenn nicht sogar unmöglich geworden in manchen Phasen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, es ist anders geworden. Wo wir uns vorher zum Kaffee drin verabredet haben, da ist daraus nun ein Spaziergang geworden oder ein Kaffee auf der Terrasse. Gespräche, die sonst beim gemütlichen Zusammensitzen in der Wohnung oder auf dem Balkon stattfanden, sie sind an das Seeufer oder ins Treppenhaus verlegt worden. Telefongespräche, finde ich, haben eine ganz neue Qualität bekommen. Und kleine Aufmerksamkeiten im Briefkasten oder vor der Türe, sie haben ein Lächeln ins Gesicht der Beschenkten gezaubert. Auch in mein Gesicht. Unserer Kreativität sind dabei doch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Alleine unsere ganz persönliche Erfahrung, unsere eigenen Geschichten mit Gott sind so wundervoll und zeugen so sehr von Gottes Liebe und Macht, dass sie es unbedingt verdienen, weitergegeben zu werden. Ich habe mir im PC einen Ordner angelegt und der heißt Wunder. Damit ich mich auch immer daran erinnere, was Gott in meinem Leben eigentlich schon alles bewirkt hat, was passiert ist, womit ich nicht im geringsten gerechnet hätte. Dort habe ich vieles festgehalten, wo ich Gott in meinem Leben ganz unmittelbar erfahren habe. Da war ein Urlaub am Lago. Und ich hatte mir extra im nächsten Dorf so ein kleines Schlauchboot für eine Person gekauft, um in den Bach am Zeltplatz ein Stück hinunterzufahren. Beim Einstieg hatte der Bach sehr wenig Wasser und ich habe noch gelacht, als ich mein Boot ein bisschen schieben musste. Doch es wurde auf der Strecke mehr und da machte der Bach eine 90-Grad-Kurve. Und ich fiel bei der Geschwindigkeit aus dem Boot. Sofort drückte mich eine Wasserwalze tief unter Wasser. Ich sehe noch heute die Felswände unter Wasser vor meinen Augen. Und ich rechnete jede Sekunde damit, dass mein Kopf gegen einen Felsen knallt. Doch irgendwie kam ich nach einer gefühlt sehr langen Zeit wieder an die Oberfläche und ging innerlich bebend zu meinem Zeltplatz. Da war ich aber sehr im Zwiegespräch mit Gott und habe einfach nur gedankt.
Oder da ist die Geschichte vor 13 Jahren, als ich mit meinem Rennrad gerade einige Tour de France-Berge in den Pyrenäen abgefahren hatte und auf dem Rückweg aus dem Urlaub noch auf den Galibier hinauffahren wollte. Schon eine ganze Weile auf den Bergen vorher hatte ich ein seltsames Geräusch am Rad bemerkt. Doch keiner aus der Radgruppe konnte sich das erklären, wenn ich das bei meiner Rückkehr jeweils erzählt hatte. Ich machte mich also oben auf dem Gipfel des Galibier wetterfest zur Abfahrt und bemerkte das Geräusch schon wieder. Zum Glück war ein Bekannter aus der Gruppe so 100 Meter unterm Gipfel, um Fotos zu machen. Ich fuhr zu ihm und erzählte ihm das Geräusch, dass es wieder aufgetaucht ist. Er setzte sich auf mein Rad und fuhr ein kleines Stück hinunter. Dann stoppte er und hielt seine Hand so unter die Vorderbremse von meinem Rennrad. Und im gleichen Augenblick fielen einige Einzelteile der Bremse gerade in seine Hand hinein. Die Bremse war völlig lose, ohne dass man das von außen überhaupt gesehen hatte. Wir waren fassungslos. Denn es war völlig klar, dass ich die Abfahrt vom Galibier nicht lebend überstanden hätte oder auf alle Fälle schwerst verletzt. So wie ich immer die Berge hinuntergesaust bin, wäre ich entweder gegen eine Steinmauer geknallt oder den Abhang in voller Fahrt hinuntergestürzt in einer Kurve. Im Schneckentempo und nur noch mit der Hinterradbremse fuhr ich den gesamten Galibier hinunter zum Auto. Ich habe auf der ganzen Strecke hinunter gebetet und Gott gedankt für seine große Bewahrung. Und ich denke heute noch ganz oft an diese Geschichte. Ihr Lieben, Jesus hat in seinem Missionsauftrag gesagt, dass wir zu den Menschen hingehen sollen und sie einladen sollen, in seine Gegenwart zu kommen und seine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Das Einladen geht so einfach über unsere ganz persönlichen Erzählungen von dem, was jeder von uns mit Gott erlebt hat. Du und ich. Jeder und jede hat doch hier seine und ihre ganz persönliche Geschichte mit Gott und keine ist gleich. Aber immer zeugen diese Situationen von Gottes Größe und Liebe für seine Menschen. Alleine werden wir uns jetzt hier, wenn wir uns jetzt hier erzählen würden, wie jeder von uns zum Glauben gekommen ist, dann wäre jeder in einer anderen Situation angetroffen worden. Ist das nicht so? Und kommt dabei nicht Freude auf und Dankbarkeit, wenn wir davon erzählen? Wenn wir davon erzählen, wie Gott uns gefunden hat und was wir alles erlebt haben mit ihm. Ich bin immer reich beschenkt und dankbar, wenn ich mir diese Geschichten oder Worte ins Gedächtnis hole. Und ich finde es richtig gut, dass wir das hier in der Friedenskirche wieder mehr praktizieren. Finde ich toll. Wir können die Menschen nur mit dem auch einladen, was Gott in uns hineingelegt hat. Etwas Echteres oder Persönlicheres haben wir nicht als das, was in uns drin steckt. Und es ist auch gut so und es ist so vielfältig. Jeder von uns hier mit seiner oder ihrer ganz eigenen Persönlichkeit ist von Christus aufgerufen, in seinem Namen zu den Menschen zu gehen und sie einzuladen in die Jüngerschaft Jesu. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe.
Was für ein Auftrag. Was für eine Ehre. Und was für eine Freude für jeden von uns. Es findet ja gerade wieder ein Taufunterricht statt. Und ich wünsche mir eigentlich mehr dieser Taufereignisse wie die vom Kämmerer. Menschen, die durch uns von Jesus hören, sein Wort in ihrem Herzen aufnehmen und voller Sehnsucht sich so schnell es geht zu ihm bekennen, dass sich auf seinen Namen taufen zu lassen. Das wünsche ich mir mehr. Ich habe ein Buch mit dem Titel »Wenn der Glaube Feuer fängt«. Und so ist es auch. Wir können nur etwas weitergeben von dem, das in unserem Herzen brennt. Von dem wir brennen. Und wovon wir begeistert sind. Die Fahrer bei der Tour de France halten als Mannschaft zusammen und jeder darin hat eine andere Funktion. Der Wasserträger ist dabei aber genauso wichtig wie der Sprinter, der vielleicht die Siege einfährt. Doch er würde die nicht einfahren, wenn er kein Wasser hätte. Doch sie alle ziehen miteinander an einem Strang, um zu gewinnen. Genauso lebt auch der Glaube an Christus vom Miteinander. Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Glaube alleine leben, das geht nicht. Wir würden hier ja nicht sitzen, wenn uns niemand von Jesus erzählt hätte, oder? Und uns zu ihm eingeladen hätte. Wir können Gottes Gaben auch nur in der Gemeinschaft ausleben und ausprobieren. Lassen wir uns doch immer wieder neu begeistern und auf die Signale der Menschen um uns herum achten, die auf eine Einladung zu unserem Gott warten. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Gott hat uns ja seine Hilfe und Unterstützung zugesagt. Wir selbst haben das nicht in der Hand, was aus unserem Tun, unseren Gesprächen oder Gebeten wird. Es ist Gottes Geist, der das Herz der Menschen bewegt. Mit Jesu Auftrag geht also voller Freude, begeistert und mit dankbarem Herzen in die neue Woche und zu den Menschen. Und ihr von OM, von ganzem Herzen, wir sind bei euch mit unseren Gedanken. Amen.